Ja, heute Abend Spiel, ne? Samstagabend 20:30 Uhr. Das Nordduell Hannover 96 gegen den Hamburger Sportverein. Willkommen zu diesem Mini-Vorbericht. Ja, was hat dieser Vorbericht zu tun? Wir gucken mal kurz in die Statistik. Mit 30 Siegen ist der HSV etwas weiter vorne als der HSV aus Hannover. Ja, und mehr Statistik brauchen wir auch nicht dazu zu sagen. Es werden heute zwischen 10.000 und 13.000 Hamburg-Fans erwartet. Ist natürlich ausverkauft mit 50.000 Fans. Und ja, was sollen wir dazu sagen? Hamburg hat letztes Wochenende grandios 3:0 gegen die Hertha aus Berlin gewonnen. Wir haben uns zum Sieg gekotzt, nämlich zu einem 2:1 in Rostock. Und damit ist die Auswärtsfahrt im August dann auch beendet. Denn das Heimspiel hier ist der Abschluss im August. Dann haben wir 3 Auswärtsspiele und ein Heimspiel hinter uns. Und die nächste Auswärtsfahrt geht für Hannover dann nach Fürth am kommenden Wochenende. Wieder mal schön 550 Kilometer in den Süden. Schön, ne, das läuft ja nach Bayern. Komisch, da waren wir vor guten 5 Wochen, glaube ich, schon mal. Nämlich in Nürnberg. Schön ins Frankenland. Aber kommen wir mal wieder zurück zu dem, was wir heute finden. Ja, die Ergebnisse sagen beides aus. Beide sind gut. Beide sind mit solidem Start in die neue Saison gegangen. Hannover hat sich blamiert im Pokal, das hat man ja schon mal gesagt. Und ja, mal gucken. Ne? Ist ja immer so eine Wundertüte bei uns. Es kann gut sein, es kann auch schlecht sein, wir wissen es noch nicht. Auf jeden Fall haben wir heute ausverkauftes Haus, das hatte ich ja auch schon eben gesagt. Und ja, mehr Trevia, mehr Bums brauchen wir jetzt dafür noch nicht. Das war der Vorbericht. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity is mine over everything. So, noch 15 Minuten, dann geht's los. Es ist brechend voll, wir kuscheln uns ein. 18, 19 Grad, 50.000 im Stadion und jetzt geht's los. Wunderschönen guten Tag und hallo und herzlich willkommen zur Halbzeitanalyse. Ja, was sagen wir? 0-0! Ist ja nicht so das, was man sich erhofft, aber besser als gar nichts. Ja, Chancen auf beiden Seiten, ne? Soweit alles in Ordnung. Wir haben das Problem, dass wir wieder mal die Chancenverwertung haben. Die ist natürlich zum Kotzen, das wissen wir ja immer. Und ja, ansonsten kann man zu der ersten Halbzeit nur sagen können, besser werden. Wir haben Chancen gehabt, reinzumachen, wir haben es nicht reingemacht, 0-0. Das ist gegen Hamburg ein Top-Ergebnis im Moment. Ja, ein, zwei Tore können wir noch machen und ja, ansonsten müssen wir gucken. Wäre geil, wenn wir noch gewinnen. Hamburg ist stark, das wussten wir vorher. Das sagt ja die Statistik schon aus, dass das Hamburg in der Statistik zumindest auch deutlich besser da steht wie wir. Und ja, gut. Müssen wir sehen, was wir rausmachen, ne? Ansonsten passt das.
Ja, moin, guten Tag und hallo und herzlich willkommen hier zu dieser Spieltagsanalyse. So, Spiel ist Ende. Ist vorbei. Wir haben uns unfähiger als nötig angestellt. Haben natürlich auch wieder nichts hingekriegt. Woher sollten wir das auch können? Ja, und End vom Lied oder das einzig richtige Resultat von dem Ganzen ist, Hamburg 1, 96 0. Dass wir mit 1-0 nach Hause gehen, haben wir uns dadurch zu verdanken, dass wir einen Torwart haben, der tatsächlich auch noch Torwart ist. Aber wir haben auch vorne Spieler, die unfähig sind. Das ist unglaublich, was dieser Verein fabriziert oder möchte. Also mal ganz ehrlich. Also, es ist ja schon mal interessant, dass man hingeht und sagt, okay, wir könnten mit einem Unentschieden heute zufrieden sein. Ich habe ja noch nicht mal mit einem Sieg gerechnet. Das Unentschieden reichte mir ja eigentlich schon. Aber dass wir am Ende noch glücklich sein müssen, dass Hamburg nur eine Chance verwertet hat, dann ist das schon peinlich. Dann sollte man darüber nachdenken, was wir so tun und machen. Aber mal chronologisch von Anfang an. Ist mit 49.000 oder 50.000 ausverkauft. So etwa 15.000 Hamburger waren da. Das Spiel hat auch gut angefangen. Wir waren etwas mehr im Spiel als Hamburg. Haben auch die deutlich höheren Abschlüsse gehabt, also chancenmäßig. Und ja, das haben wir dann soweit so gut durchgezogen. Also den einen oder anderen Witz hatten wir sowieso schon mal drin, dass wir gewisse Chancen gar nicht erst nutzen können. Warum? Kein Plan. Weiß ich nicht. Kann ich auch nicht beurteilen. Und auf jeden Fall sind wir dann zum Schluss gekommen mit einem Unentschieden, mit einem 0-0 gehen wir in die Pause. Da waren wir ja alle noch in Ordnung und haben gesagt, okay, die zweite Hälfte kann ja noch besser werden als die erste. Wir machen es auf jeden Fall besser als beim letzten Mal mit Hamburg. Wir haben stabil gestanden. Wir haben den Hamburgern viele Aufgaben gestellt, die sie manchmal gelöst haben, manchmal auch nicht. Es war im soliden, einwandfrei, im normalen, in Ordnung. Nur das Tor hat halt wieder leider gefehlt. So, und dann geht's weiter. Halbzeit rum, es geht los. Wer hat den Ball? Hamburg. Hamburg hat den Ball, Hannover läuft dem Ball hinterher. Gut, das ist... Kann ja in einem Spiel auch mal sein, das macht ja nichts. Ja, und das eine Problem, wenn man das löst, hat man das andere immer noch. Nämlich Chancenverwertung. Wo sollen wir eine Chancenverwertung haben, wenn wir die Chancen noch nicht mal nutzen? Also wir haben Chancen, die wir nicht nutzen und Ideen, die wir nicht nutzen. Ja, dann kann da auch nichts draus werden. So, Mitte der Halbzeit, ein paar Wechsel, die haben standardmäßig immer. Trainer probiert noch mal was aus, guckt, ob es besser wird. Wurde besser, wir haben schöne Chancen gehabt. Wir haben einen schönen Freistoß gehabt. So ungefähr, sagen wir mal, so 17 Meter vom Strafraum hat man einen schönen großen tollen Freistoß nach einer Notbremse vom Hamburger. Hamburg seitdem dann nur noch zu 10. Und
Ja, zu dem Zeitpunkt stand es noch 0-0. Und was machen wir? Statt ins Tor machen wir den Ball in die Mauer. Der Ball springt weg und die Chance ist auch weg. Ja, und das andere Thema ist, wenn die Chancen nicht genutzt werden, kriegen wir sie hinten rein. Das ist der alte Fußballerspruch, aber passt ja immer noch. Ja, 69. Minute. Hamburg macht einen Angriff, spielt gut durch. Wir sind ein bisschen unsortiert, sind ein Ticken zu spät. 1-0 Hamburg. Ja, damit haben wir dann den Treffer bekommen, den wir nicht kriegen dürfen. Und auch das, was wir schon seit fast 60 Minuten haben, die Überzahl. Und den Rest habe ich ja eben erzählt. Chancen gleich 0. Ja, weiter geht's. Wir nochmal rangekommen. Dann frage ich mich, was der Schiedsrichter eigentlich heute beruflich gemacht hat. Weil, ja. Also einen klareren Elfmeter kann man nicht kriegen eigentlich. Ob weggedatscht, am Ende kriegt dann Hamburg einen Freistoß statt wie einen Elfmeter. Ja. Ist auch irgendwo bezeichnend für diesen Spieltag. Wenn wir schon keine Chancen kriegen, dann kriegen wir nicht mal die Chancen, die wir kriegen sollen. Ja. Da war dann der Elfmeter, den wir kriegen sollten, ein Freistoß für Hamburg. Toll. Läuft. Super. Weiter geht's. Wir haben dann nochmal Druck gemacht, aber auch Bälle geschossen, Flanken geschossen. Da stand vor 5 Minuten mal einer, aber ansonsten war da niemand. Und über 30, 35 Meter den Ball nach vorne schießen in Freiräume, wo nie ein Spieler gewesen ist. Klar, dass dann unserer... ich frage mich auch, ob die heute Fußball gespielt haben oder gestanden haben, weil bei den Bällen, bei manchen Bällen fragte ich mich, ob die Bälle, die sie geschlagen haben, überhaupt ankommen sollten. Keine Ahnung. Auf jeden Fall nicht hinterhergelaufen. 2 Kämpfe angenommen haben wir, aber nur ein 2-Kampf reicht halt eben nicht, um ein Tor zu machen. Dann kurz vor Schluss haben wir noch einen Lattenkracher von Risoldi gesehen. Ja, das ist dann dieses berühmte, hast du S am Arsch, hast du S am Arsch. Ne? Der sollte dann natürlich auch nicht reingehen, ist klar. Unfähig, dann noch Probleme und dann auch noch ein Lattenkracher. Da war der Abend genug. Da war der Abend gut. Ja, Endergebnis dann 6 Minuten Nachspielzeit. Die haben wir dann auch verstrichen gehabt. Endergebnis dann Hamburg 1, 96, 0. Eine unfähige Mannschaft, die zwar viel versucht hat, aber irgendwie keinen Ertrag daraus gezogen hat. Ja, jetzt hat Hamburg die Tabellenspitze. 96 weiß ich gar nicht, wo die jetzt stehen. Habe ich mir noch nicht angeguckt. Das hebe ich mir für nachher auf. Ansonsten, ja, läuft. Nächstes Wochenende jetzt in Fürth, schon wieder im Frankenland. Und ja, das ist dann halt eben die Frage. Frankenland, Fürth, müssen wir dann sehen, wie es weitergeht. Danach haben wir dann Länderspielpause, das ist dann auch wieder 1,5 Wochen Ruhe. Also irgendwie ist das zum Kotzen im Moment. Irgendeiner hat immer irgendeinen Sonderwunsch.
Ob es jetzt der DFB-Pokal war oder irgendeiner will in der DFB-Mannschaft rumlaufen. Also nervt dann irgendwann auch mal. Und das nächste Heimspiel ist dann gegen Osnabrück Ende September. Oder fast Mitte September erst. Also, ja. Ich glaube, 17. oder 20. September ist erst das nächste Heimspiel. Ja, mal gucken, wie es dann aussieht. Also der Tag in Kurzfassung nochmal gesagt, zu viel Chancen mit zu wenig Ertrag und Hamburg hat eine Chance und die haben sie genutzt und das reicht denen dann auch, ne? Ja, danke. Das war's dann von dem Spieltag. Stimmung war gut. Stimmung war sehr gut. Schön viel, Stimmung. Hamburg hat auch Stimmung gemacht, hat ein bisschen Leuchtfeuer mitgebracht. Wollte mal zeigen, dass sie auch Geld ausgeben können, ne? Aber wieder mal das gleiche Thema. Das hängt wieder nicht an den Fans, sondern das hängt dann am Verein. Ja, und damit ist diese Spieltagsanalyse auch schon beendet. Ich danke euch fürs Zusehen. Wünsche eine angenehme Zeit. Und bis zum nächsten Mal. Das nächste Spiel ist ja dann... Da sehen wir uns erst Mitte September wieder. Jawohl, das läuft ja. Nee, wir sehen uns auch vorher noch. Und gibt ja noch ein Auswärtsspiel, ne? Also das nächste Heimspiel ist Mitte September. Das nächste Auswärtsspiel ist nächste Woche. Gucken wir mal, wie es da aussieht. Bis dann, alles Gute und auf Wiedersehen.